Hallo und herzlich willkommen zur Sendung von Frauen wie wir. Ich freue mich über jede Person, die heute eingeschaltet hat und wünsche uns eine gesegnete halbe Stunde. Im Studio besucht mich heute Frau Genia Harder. Herzlich willkommen, Genia. Danke. Und mit ihr unterhalte ich mich zum Thema als Familie dienen. So, zum Anfang, Genia, kannst du dich einmal selbst vorstellen? Ja, gerne. Mein Name ist Genia Harder, geborene Schröder. Ich bin verheiratet mit Bastian Harder und wir haben drei Kinder. Daniel ist 6 Jahre alt, Ines ist 4 Jahre alt und André ist 2 Jahre alt. Seit Dezember 2019 wohnen wir wieder im Chaco und in Nordmenno. Und davor haben wir 8 Jahre auf Kilometer 81 gewohnt und dort auch Gott gedient. Und wie du schon sagtest, Kilometer 81, so ihr wart zuerst als Ehepaar, dann auch als Familiendienst auf Kilometer 81. Wie hat Gott euch gerufen und vorbereitet? Ja, unsere Geschichte mit Kilometer 81 hat in Wirklichkeit schon viel länger zurück angefangen. Also ich hatte meinen Sekundarschulabschluss gemacht und danach bin ich dann bei der Berufsschule, habe ich den Sekretärenkursus gemacht und auch gleichzeitig gearbeitet. Und in der Zeit hat Gott mich in den Dienst gerufen. Ich möchte das kurz einmal erzählen. Es war ein ganz normaler Tag. Ich war zur Post gegangen und hatte das Gemeindeblatt rausgenommen. Und dort habe ich dann gelesen, dass einige Jugendliche aus unserer Gemeinde einen freiwilligen Dienst machen wollten. Und ich hatte zwar auch schon öfter darüber nachgedacht, wie es sein würde, wenn ich einen Dienst machen würde, aber ich dachte immer, es sei nicht der richtige Zeitpunkt oder irgendwie hatte ich keine Zeit dazu. Ich hatte ja eben die Arbeit angefangen und ich war im Jugendkomitee, habe ich mitgearbeitet. Und so dachte ich immer, es wäre nicht passend. Und da, als ich dieses gelesen hatte, da fragte Gott mich so ganz tief im Herzen, Genia, wann willst du nach Kilometer 81 gehen und dort einen Dienst machen? Und ich wusste ganz genau, dass das Gottes Stimme ist. Und er hat so klar zu mir gesprochen. Und dann habe ich auch gleich konkrete Schritte dazu unternommen. Ich bin dann zu der Frau des CD-Vertreters gefahren und habe ihr alles erzählt, was ich so erlebt habe. Und sie haben dann auch bei Kilometer 81 angerufen und gefragt, ob dort ein Platz frei wäre. Und es war wirklich ein Platz frei. Und so habe ich mich dann entschieden, im Jahr 2008 dort einen Dienst zu machen. Und für ein Jahr. Ich habe damals in der Waschküche gearbeitet und auch einen Monat im Büro ausgeholfen. Und diese Zeit hat mich sehr, sehr geprägt, dieses eine Jahr dort. Und ich bin sehr im Glauben gewachsen. Ich habe Gott näher kennengelernt und auch ganz praktisch erfahren, was Dienst ist. Also habe ich auch sehr viel mit Gott erlebt in der Zeit. Und was ich auch sehr viel dazu gelernt habe, ist der Umgang mit anderen Menschen. Wir wohnten im Mädchenheim zusammen mit sehr vielen Mädchen. Also manchmal waren es 8 Mädchen. Und da habe ich sehr viel dazu gelernt, also der Umgang mit anderen Menschen. Und weil auch ein großer Wechsel auf der Station ist, so normal kommen jeden dritten Monat neue CDR oder Freiwillige. Und so hatte ich dann sehr viel Wechsel auch in dem Jahr und habe dadurch sehr viele Menschen kennengelernt. Außerdem habe ich sehr viel in der praktischen Arbeit dazu gelernt. Ich war ja bis dahin Sekretärin gewesen und jetzt in der Waschküche, da musste ich sehr viel dazu lernen. Aber es hat mich sehr viel geholfen und manche Sachen von denen helfen mir bis heute, wo ich zu Hause in meinem Alltag bin, als Hausfrau und so weiter. Und als dieses Jahr dann zu Ende war, bin ich dann wieder zurück zum Chaco gezogen, nach Loma Plata. Und es war ein großer Wunsch in mir, irgendwann nochmal wieder dort einen Dienst zu machen. Und ich wusste nicht wann und nicht wie, aber es war ein Wunsch in mir drin. Und am liebsten würde ich das auch gerne
mit meinem Mann zusammen gemacht haben. Und auch dafür hat Gott gesorgt. Er hat mir einen lieben Mann geschenkt. Und im Dezember 2010 haben wir dann geheiratet. Und dieses wurde dann zu unserem gemeinsamen Wunsch. Und als wir dann fast ein Jahr verheiratet waren, dann kam die Frage von Kilometer 81, ob wir dort würden wollen einen Dienst machen für 3 Jahre und beide im Büro. Und wir haben dieses dann als einen Ruf Gottes verstanden. Wir haben viel dafür gebetet auch und mit anderen Menschen darüber gesprochen. Und wir konnten ein Jahr dazu finden und sind dann im Januar 2012 nach Kilometer 81 gezogen. Und ein Vers, der uns all die Jahre begleitet hat, steht in Josua 24, Vers 15b. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und diesen Leitvers, den haben wir auch bis heute noch immer. Wie sah euer Einsatz dort konkret aus? Also ich habe dort fast 2 Jahre im Büro gearbeitet und dann wurde unser ältester Sohn geboren und ich bin dann sehr gerne weiter zu Hause geblieben und war dann Vollzeit Mutter, Ehefrau und Hausfrau. Und Bastian hat 5 Jahre in der Buchführung dort gearbeitet und dann noch 3 Jahre als Verwalter der Station. Okay. Wir machen eine kurze Pause und danach unterhalten wir uns hier weiter. Wir sind bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema als Familie dienen. Genia, hattet ihr euren Plan von vornherein klar, bis wann und wie ihr auf Kilometer 81 arbeiten würdet? Ja, also wir hatten einen Plan, aber Gott hatte einen anderen Plan als wir und auch einen besseren Plan. So, wir kamen zu Anfang für 3 Jahre und wir glaubten, am richtigen Platz zu sein. Wir fühlten uns gebraucht. Und dann haben wir nochmal ein Jahr dazu angelängert und später dann nochmal ein Jahr, sodass es dann 5 Jahre waren. Und dann dachten wir so, ja, das ist ja schon mal gut. Und wir haben unsere Pläne dann gemacht, dass wir wieder zum Chaco ziehen würden. Und wir haben ein Haus gekauft und ja, wir waren nah dran, zurückzuziehen. Und dann im August des Jahres, dann kam vom Gemeindekomitee dann die Anfrage, ob wir würden wollen, die Verwalter der Station werden. Und das wäre dann nochmal für 3 Jahre. So, für uns war das eine schwierige Entscheidung, dieses zu treffen, weil wir schon beide im Büro gearbeitet hatten. Wir wussten so ziemlich genau, was alles für Herausforderungen es da gibt und welche große Verantwortung das ist, diese Station zu leiten und mit welcher Verantwortung dieser Posten zu tun hat. Und es war uns deshalb eine schwierige Aufgabe oder eine schwierige Entscheidung. Und wir dachten auch so, es wäre ja schon Zeit, mal wieder zurückzuziehen, weil wir auch so weit von den Familien weg waren und die Kinder sollten ja auch irgendwann mehr Zeit mit den Familien verbringen können, mit den Omas und Opas und so weiter. Und da konnten wir, also haben wir irgendwann dann ein Jahr dazu gefunden. Und Gott zeigte mir einen Vers aus Josua 1, Vers 9. Da steht, habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschreck nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Also seitdem konnte ich dann auch wirklich Frieden dazu finden für diese Aufgabe. Und wir haben diese Arbeit dann 3 Jahre gemacht. Und ja, wie schon erwähnt, so manches Mal hatten wir einen Plan, aber Gott hatte einen anderen Plan für uns, als wir so dachten. Aber wir sind sehr gesegnet worden in dieser Zeit, in diesem Dienst dort. Und das war eine große Lebensschule für uns. Eine Lebensschule, die man so nicht auf der Schulbank irgendwo erlebt. Die lernt man nur praktisch im Leben kennen, ja.
Wie war das in Verbindung mit Ehe und Familie? Ja, auf Kilometer 80 steht auf der Mitte des Hofes ein großes Rad. Es ist ein Caretta-Rad oder ein Boggy-Rad. Viele werden das bestimmt kennen, die dort mal gewesen sind. Und es hat sehr viele Speichen. Das hat einen inneren Rand, einen Mittelpunkt. Es hat auch einen äußeren Rand. Und diese Speichen, die sind alle gleich lang. Und ja, dieses Rad symbolisiert das Miteinander oder das die Zusammenarbeit auf dem Hof von Kilometer 180, aber auch mit den Gemeinden zusammen. Und ja, wie schon erwähnt, die Speichen, die sind alle gleich lang und diese Speichen symbolisieren die Mitarbeiter, dass jeder Mitarbeiter wichtig ist und dass jeder Mitarbeiter auch gebraucht wird. Auch symbolisiert es die Gemeinden, die dieses Werk unterstützen, finanziell, aber auch sehr viel durch Gebete. Der äußere Rand, der zeigt, dass dieses Missionswerk, wo dieses Rad so oben rollt. Und der innere Rand zeigt den Mittelpunkt des Werkes, also dass Gott sein soll. Und dieses Rad, das hat mir immer wieder, ist mir immer wieder ein Beispiel gewesen, wenn ich zu Hause mit den Kindern war, im Alltag, wenn ich vielleicht einen großen Wäscheberg vor mir sah oder wenn der Aufwasch auf mich gewartet hat. Und ich mich oft auch gefragt habe, was ist hier noch Dienst? Und da habe ich immer wieder dieses Rad vor den Augen gehabt, so als Symbol, dass jeder Mitarbeiter wichtig ist und dass jeder Mitarbeiter auch seine Aufgabe gut machen soll, damit das Werk funktionieren kann. Und deswegen war das auch für mich immer wieder wichtig, meine Arbeit zu Hause gut zu machen, damit auch mein Mann die Hände frei hatte, seine Arbeit gut zu machen. Und in erster Linie sah ich das als meine Aufgabe, meinen Mann in seiner Arbeit zu unterstützen und zweitens für unsere Kinder da zu sein, für sie zu sorgen und drittens auch den Haushalt zu machen, den Hof und so weiter und viertens auch kleine Dienste auf der Station zu übernehmen. Und wie du es schon sagtest, kleine Dienste übernehmen, welche Dienste konntest du als Hausfrau und Mutter nebenbei noch übernehmen? Ja, also dafür hatte ich wunderbare Möglichkeiten. Also auf Kilometer 80 ist das oft so, dass zum Beispiel die professionellen Mitarbeiter dann fehlen, zum Beispiel ein Dirigent oder so weiter, und dann übernimmt das zum Beispiel irgendwer von der Station. Und so hat man wunderbare Möglichkeiten, Neues auszuprobieren. Und das habe ich auch immer wieder gemacht. Und wo ich konnte, da nahm ich dann immer unsere Kinder auch mit. So habe ich im Redaktionsteam mitgearbeitet, wo wir das Heftchen im Dienste der Liebe geplant haben, erstellt haben und wo ich dann mein Hobby gut gebrauchen konnte als Hobbyfotografen und um dieses Heftchen dann zu verschönern durch die Fotos. Weiter habe ich auch in der Frauenarbeit mitgearbeitet. Wir haben viele Frauenstunden organisiert. Wir haben Babyshowers für werdende Mütter gemacht. Wir haben Programme gemacht für Besuchergruppen. Wenn es nur Frauen waren, haben wir diese also durch Kilometer 81 geleitet und ihnen erzählt und gezeigt, was Kilometer 81 ist. Wir haben Flohmärkte organisiert und so weiter. Auch habe ich oft den Gesang angeleitet. Im Gottesdienst oder in Gruppen mitgesungen. Auch Sportgruppe habe ich angeleitet. Wir haben uns einmal in der Woche als Frauen getroffen, die wollten, konnten dann Sport machen. Und was mir auch immer wieder sehr gefiel, war die Dekoration zu machen auf verschiedene Feste. Das haben wir dann auch mit verschiedenen Frauen zusammen gemacht. Wir haben dort viele Feste jedes Jahr. Und zum Beispiel das Erntedankfest, Weihnachtsfest der Station oder auch das Frühlingsfest. Und da konnten wir dann immer wieder unsere Kreativität ganz gebrauchen. Ganz entfalten. Ja. Also noch ganz, ganz viel neben dem Haushalt. Ja. Mutter sein, Ehefrau sein, konntest du
noch ganz viele andere Sachen machen. Wie schön. Wir machen eine kurze Pause und danach unterhalten wir uns hier weiter mit Genia. Wir sind bei der Sendung Frauen wie wir und unterhalten uns zum Thema als Familie dienen. Genia, welche sind die Herausforderungen im Alltag, wenn man auf einem Hof mit so vielen verschiedenen Menschen oder Familien lebt? Ja, genau. Es gibt da Herausforderungen. Eines von den Herausforderungen ist der ständige Wechsel der Stationsfamilie. So die Freiwilligen, die wechseln normal jeden dritten Monat. Einige bleiben ja auch länger. Viele Familien, die bleiben ein Jahr, manche auch länger, aber so, dass jedes Jahr ein großer Wechsel da ist. Und es war immer wieder eine Herausforderung für mich persönlich, dann auf die neuen Personen zuzugehen und den ersten Kontakt zu machen. So oft habe ich mich bei Frauen zum Tereré angemeldet und ich wusste gar nicht, wie sieht die Frau überhaupt aus oder von wo kommt sie oder welche sind ihre Hobbys. Oder was kann ich mit ihr überhaupt erzählen? Mhm. Und aber meistens sind wir dann bald ins Gespräch gekommen. Wir haben uns gut kennengelernt und oft auch wunderbare Freundschaften dadurch geknüpft. Und eine weitere Herausforderung waren oft auch die schwierigen Zeiten auf der Station. Also Herausforderungen, wenn sich zwei Mitarbeiter zum Beispiel nicht gut verstanden haben und wenn sie sich gegenseitig sozusagen auf die Zehen getreten haben. Und da fragt man sich vielleicht, ja, das auf einer Missionsstation. Aber ich denke, im gewissen Sinne ist es auch normal, weil dort halt sehr viele Menschen zusammen gelebt haben. Mhm. Und weil wo viele Menschen sind, da menschelt es auch. Und auch auf einer Missionsstation. Und wir haben uns halt überall irgendwo getroffen, ob im Laden, ob wir unterwegs waren, vielleicht zu Ruta unsere Caminata gemacht haben oder ob wir im Gottesdienst gewesen sind, das Abendmahl zusammengenommen haben. Ja, wir waren immer überall in solch enger Gemeinschaft zusammen. Und ich denke, es ist aber sehr wichtig, dass solche schwierige Situationen nicht zu einer Normalsituation werden. Also, dass man so schnell wie möglich dann die Situationen, wenn es schwierig wird, halt wegräumt und diese durcharbeitet, ja. Und mir persönlich war das immer wieder wichtig, in solch einer Situation, dass ich dann nicht die Person als das Problem gesehen habe, sondern das Problem an für sich. Auch war es mir immer wieder wichtig, solch eine Situation als ein Formen von Gott zu sehen, dass Gott mich selber formen wollte. Und sich formen zu lassen, das ist meistens nicht einfach und das geht nicht gut. Das tut oft auch weh. Und trotzdem denke ich, dass es ein wichtiger Prozess ist im Leben eines Christen, dass man sich von Gott formen lässt. Und in diesem Prozess sollten wir aber nicht verbittern anderen Menschen gegenüber oder Gott gegenüber, sondern es als Ziel zu sehen, Jesus dadurch ähnlicher zu werden. Kannst du uns einige besondere Erlebnisse von Gottes Führung in dieser Zeit erzählen oder auch einige Beispiele? Ja, davon gibt es sehr viele. Im letzten Jahr, da haben wir mit der Jugend zusammen die Patienten vorgesungen. Also wir als Familie mit den Kindern zusammen. Und da war es manchmal auch eine Herausforderung, die passenden Lieder zu finden, die die Patienten dann auch Mut geben sollten und ansprechen sollten. Und manchmal waren es auch, ja, es war immer am Abend. Und manchmal war es auch eine Herausforderung, dann mit den Kindern zum Beispiel rauszugehen, wenn es kalt war und so weiter. Aber wenn wir dann dort waren und den Patienten vorgesungen haben, wenn wir dann für sie gebetet haben, dann war es einfach, sie waren so sehr dankbar dafür. Und das hat uns immer wieder Mut gegeben, dieses immer wieder neu zu machen. Und auch den Kindern war es interessant, mitzugehen. Und sie haben dann zugeschaut,
Sie sahen ja dann auch, wie die Patienten da in ihren Rollstühlen gesessen sind und wie sie verstümmelte Hände, Füße hatten. Oft waren sie auch blind. Mhm. Und das gab dann im Nachhinein für uns dann manchmal auch Fragen. Aber wir konnten sie dann wunderbar erklären, also was diese Patienten oft auch durchmachen, dass sie manchmal auch ausgestoßen werden, nur weil sie diese Krankheit haben, dass sie manchmal ja halt sehr viele schlimme Sachen durchmachen. Und was uns immer sehr wichtig war, dass wir den Kindern auch erzählt haben, dass Gott diese Patienten genauso sehr liebt wie uns. Und dass wir diese Patienten auch lieben und dienen deshalb. Mhm. Ein weiteres Erlebnis ist, als ich im Büro gearbeitet habe. Und da war es meine Aufgabe, die Internationsrechnungen zu machen, vorzubereiten und auch die Kostenvoranschläge für die Operationen zu machen, die Kasse zu führen und so weiter. Und manchmal, wenn ein Patient dann gekommen ist und ich ihm die Rechnung erzählt habe oder ihm die Rechnung gezeigt habe, erklärt habe, dann dachte ich manchmal so, der wird das wahrscheinlich nicht bezahlen können. Es war so ein armer Mann, der vor mir stand. Und der hatte fast nichts, das ging zu sehen. Und wenn es dann eine große Rechnung war, und ich wusste auch nicht, wie soll ich dem armen Mann das jetzt erklären, und dann haben sie dann manchmal so aus einer Hosentasche etwas Geld rausgenommen, aus der anderen Hosentasche, manchmal noch zwischen den Socken etwas Geld gehabt und oft haben diese Patienten alles bezahlt. Mhm. Und da haben sie mich manchmal wirklich überrascht, dass sie, ich konnte denen das also nicht immer ansehen. Und deshalb habe ich dort auch sehr viel Weisheit gebraucht, um richtige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Mhm. Seht ihr Kilometer 81 in einem neuen Licht? Jetzt? Ja, bevor ich als Freiwillige dort war, kannte ich sehr wenig von Kilometer 81. Als ich dann in dem Dienst dort war, in den einem Jahr habe ich mehr dann kennengelernt. Und als wir dann jetzt später als Ehepaar gegangen sind, haben wir Kilometer 81 so richtig gut kennengelernt, von allen Ecken und Kanten. Und ja, dieses Missionswerk war unser Zuhause, all die 8 Jahre, was wir dort waren. Und auch unsere Kinder, unsere 3 Kinder, sind alle in der Zeit, wo wir dort waren, geboren. Und wir haben sehr, sehr, sehr viele Menschen dort kennengelernt. Um jetzt mal eine Zahl zu nennen, in diesen 8 Jahren haben wir mit mehr als 470 Personen zusammengearbeitet auf der Station. Da sind dann nicht die mit eingezählt, die weniger als einen Monat dort gearbeitet haben und auch nicht die, die nicht auf der Station gewohnt haben. Mhm. Aber wir haben auch sehr viel Segen erfahren in dieser Zeit durch die Unterstützung unserer Familien und auch unserer Freunde, auch der Trägergemeinden. Und was uns immer sehr wichtig war, besonders in der Zeit, wo wir die Verwaltung übernommen haben, dass dieses Missionswerk nicht in Menschenhänden liegt, sondern in Gottes Hand. Mhm. Und dass er für diese Station sorgt. Gott hat uns all diese Jahre bewahrt, geführt und reichlich gesegnet. So wie wir Kilometer 81 jetzt sehen, wir sehen es, dass es immer zu unserer Familiengeschichte dazugehören wird. Mhm. Und zum Schluss, Genia, was möchtest du den Zuschauerinnen noch mitteilen? Ja, liebe Frau, das, was Gott für dein Leben geplant hat, das ist das Beste für dich. Also dazu, wozu er dich beruft, das ist das Beste, für dich. Und vielleicht sei es eine Berufung in die Mission. Vielleicht ist es ein Dienst in der Gemeinde oder vielleicht auch vor deiner Haustür, wo du deiner Nachbarin hilfst, indem sie vielleicht in schwierige Situationen ist, dass du für sie da bist. Egal, wo Gott dich hinruft oder wozu er dich beruft,
Gott wird dir auch helfen, dieses auszuführen. Und ich wünsche dir, dass du da, wo du bist, ein Segen sein kannst, dass du strahlen kannst, wie eine Blume blüht, dass du blühen kannst und dass du ein Segen sein kannst. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht, das ich zum Schluss lesen möchte. Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Dieses wünsche ich dir. Vielen Dank, Kenia, für dein Zeugnis. Danke, dass du hier warst. Und somit sind wir am Schluss der heutigen Sendung angekommen. Danke, dass Sie dabei waren. Die Wiederholung dieser Sendung können Sie am Sonntag um 18 Uhr sehen. Wir danken RSS für diese Sendezeit. Dieses war Frauen wie wir, Glauben und Leben.